Na, willkommen zurück zu einem neuen Part von Bip 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 Dark Souls 2 Definitive Edition. Ja, im letzten Part sind wir hier in die zerschlagene Schmiede gekommen und ja, ist, keine Ahnung, so eine Art Nebendungeon. Dank Tipps und Zap konnten wir weiterkommen und ich habe auch herausgefunden, wie man darüber kommt. Einfach nach oben, dann kann man einen Sprung nach hinten machen. Dass man erst nach oben laufen muss, um einen Sprung zu machen, ist schon ziemlich dämlich. Das ist scheiße programmiert, aber naja, kann man nichts machen. Jetzt kann ich da hinten was rüberschmeißen. Oh, das ist ein... Ah, ein Tor. Achso, es war ja voll entspannt, das explodiert ja nicht sofort, ne? Das war ganz cool. Damit kann ich hier rübergehen und das dann nicht dagegen werfen. Noch nicht. Passt auf. Ja. Haha. Dann komme ich ja näher an die Truhe damit ran. Sehr schön. Sehr viel Gold und schlechtere Ausrüstung. Dann springen wir mal da hinten. Ich wusste nicht, dass das überhaupt irgendwas ist. Okay. Okay, so kommen wir da hin. Oh, sie machen es extra so, weißt du. Normalerweise könntest du da locker hochlaufen, aber sie machen es extra so, dass du diesen scheiß ganzen Weg von da hinten auf dich aufnehmen musst. Nur damit du da hinten hinkommst. Das ist doch lächerlich. Wer hat das programmiert? Wirklich? Hätte man das irgendwie so einen riesigen Stein in dieser Form machen können, dass es unmöglich ist. Aber so sieht das so hart unlogisch aus, dass der Tod da nicht hinlaufen kann. Das sieht so unlogisch aus. Das ist unpraktisch. Das ist unlogisch. Das ist einfach nur... Verschwende bitte mehr Zeit in unserem Spiel, weil wir irgendwie dumm sind und es nicht geil programmieren können. Das ist einfach schlecht, wirklich. Das ist einfach schlecht. Sowas ist ziemlich nervig. Und sowas macht einen Spieler nur frustriert. Es gibt andere Wege, ein Spiel zu strecken. Und ein RPG dauert doch schon lange genug. Okay. Das ist ja immer möglich. Deswegen sicher gehen, Jungs. Ich möchte nichts verpassen. Das, was so zugänglich ist, wird wahrscheinlich nichts wert fürs drin sein. Und so war es auch. Und wieder ein Fighting Room. Und was zur Hölle sind diese schwebenden Dinger? Okay, schwebende komische Faces. Kreationswächter. Hallo. Okay, hier die Ernte, ein riesiger AOE-Angriff. Blackdown besessen als Kreationskrieger. Die Ernte wird eingefahren. Denn wir, wir haben natürlich die Sense, ein Gerät, was quasi zur Einbringung der Ernte geschaffen ist. Ach, wir haben einen Meißelstein erhalten. Nice, und wir haben alle Materialien für einen wertvollen Scheiß. Hallo! Wir haben jetzt quasi von diesem Wächter haben wir einen Meisterschein bekommen. Oh nein, 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 der Finchen. Yes. Wir haben jetzt alle Materialien bekommen, um den Talisman von unserer Schamanin bekommen zu können. Oh, schön in den Reihen ausgewichen. Hallo!
kriegt er nur aufs Maul, Mann. Man weicht weg. Boah, das Auszeichen. Scheiß Mistvieh. Ich hasse dich. Alter, was bringt er? Dieser Champion ist der größte Bastard der Welt. Das hat ein. Und natürlich trifft er mich voll, während ich in der scheiß Hyperform bin. Ne, macht voll Sinn, Mann. Macht voll Sinn. Die Logik ist groß in diesem. Mann! Die Musik ist natürlich extrem laut wie immer. Das ist so ruhig, ey. Aber ich sag's euch, irgendwie, keine Ahnung wieso, ist es viel lauter für mich als für euch. Als es dann in der Aufnahme wirklich ist. Ach, dieses Art-Ding habe ich auch in der Ewigkeit nicht mehr eingesetzt. Sprung und Hochschleuderungsschiff. Und was ist das? Ein Schlüssel. Wer hätte das gedacht? Das ist der Schlüssel. Gibt es hier irgendwo den Schalter? Gerne da. So, darüber. Ach, und dann kommen wir dann. Zu der letzten großen Truhe. Das ist die Belohnung zum Abschließen dieses Nebendungeons. Ja, damit. Was kriegen wir da für einen Teil der Abgrundrüstung? Wer weiß. Irgendwas Wertvolles noch. Einen Knochenspalter. In den Händen eines geschickten Schmiedes gewährt dieser Hammer die Fähigkeit, mächtige Waffen und Rüstung zu erschaffen. Bringt ihn zu Valus im Dreistein. Das könnte nützlich sein. Ja, wahrlich. Die zerschlagene Schmiede ist geschafft. Ja. Diesen kleinen Nebendungeon haben wir nun erledigt. So, ja, hier ein Missionsgegenstand, der Knochenspalter. Den können wir dann jemandem übergeben. Bringe den Hammer zu Alia. Aber bitte sagt mir, ich kann hier darüber springen. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie den großen Rückweg anzutreten. Ach, ja, kann ja was Wasser. Habt ihr voll nicht gesehen, dass hier Wasser ist? Wie weit runter geht denn das hier? Zu weit runter. Gut, dass er tot nicht ertrinken kann, weil er schon tot ist. Quasi. Der Sensenmann. Ich habe zwei Schlangen Schmiede geschafft. Wir können raus hier. Haben diesen kleinen Nebenshit erledigt. Das überzeugt mich davon, dass quasi der andere Dungeon da nichts mit irgendwie einer Hauptquest zu tun haben wird. Ach, und da hinten haben sie einen Talisman versteckt. Gut, das habe ich jetzt auch dadurch gesehen. Das ist nicht schön. So, jetzt können wir da eigentlich diese da, genau. Das schlagende Schmiede haben wir abgeschlossen. Hier in der Klageklippe gibt es auch noch so ein Dungeon, das habe ich auch noch vergessen hier. Und dann wahrscheinlich beim Schlupf von Verlorenen Tempel können wir einfach so zusätzlich hin, um uns hier geilen Shit zu holen. Werde ich auch noch machen. Ah, und ich gehe wieder zurück, ich Idiot. Wow, ich bin so schlau. Und hier die ganze Suche an mir. So. Und hier habe ich quasi dann im Fjord wie alles abgeschlossen. Schatten-Chat hier und Tränen des Berges. Hier kann ich mich endgültig verpissen. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Okay, hier da hinten noch diesen einen. Okay, das konnte ich schieben. Na. Irgendwas fehlt noch bei dem einen Steinriesen da. Aber das interessiert mich jetzt kaum noch.
gut, dass es abgeschlossen haben, weil dann kann ich mir dann die Stellmesser holen. Und hier den Shit ganz jetzt kriegen hier. Hier ist dein Ich habe deine Rüstung gefunden. Stein sei gepriesen. Ihr Anblick bringt Erinnerungen zurück. Hey, Stufe aufgestiegen. Suche von Teil 2 geschafft. Ja, 1200 Gold, wenn wir einen Fähigkeitspunkt erhalten. Hurra. Damit können wir auch eigentlich diesen einen legendären Scheiß einsetzen. Ist das nicht schön? Rage des Grabes. Erhöht die Chance auf kritische Treffer bei Angriffen mit dem Teleportschleif. Hm. So, wir pushen jetzt den Teleportschleif einfach zu so einer übermächtigen Attacke. Ah, quasi hier. Da kriegen wir dann die Reaper-Gestalt und ich glaube, mit jedem fünften wird dann die Reaper-Gestalt immer stärker. So, jetzt können wir den einen großen Hammer da einsetzen, die Gewalt von Karkinos. Legen wir mal an. Das sieht schon krank aus. Ja, übertrieben krank. Oh yeah. Nice. Ich weiß es nicht. Ich bin nur ein Bübchen. Was weißt du nicht? Egal. Egal, er weiß gar nichts. You know nothing, John. John Snow. Wir können jetzt ein paar Quests abgeben, aber ich glaube, bevor wir jetzt das alles abgeben, diese ganzen Quests, den ganzen Scheiß, gehe ich nochmal so in die klare Klippe, Klar, Klippe, ein Unheilsfort. Da komme ich wirklich noch nicht weiter, das weiß ich genau. Seine Truhe da. Der Schlupfen der verlorene Tempel, den können wir uns, glaube ich, anschauen, wenn wir. Können wir uns dann. Ich glaube, den verlorenen Tempel mache ich dann, bevor ich quasi, wenn ich alles geschafft habe hier und dann quasi nur noch zum Baum des Lebens gehen muss. Quasi beim Baum des Lebens, wenn wir dann quasi diesen Bereich verlassen. Ja, die Narbe. Habe ich das schon gemacht? Ja, das werde ich immer nachschauen nach einer Aufnahme. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Klageklippe. Da gibt es ja auch noch so eine Art Nebendungeon. Wir reiten durch die Steppe. Ohne Rast und ohne Ziel. Raus hier. Ab in die Klageklippen. Okay, wie ich einfach noch 3 Sterne zu spielen bin. Meine Güte, bin ich schlau, ey. Boah, Alter. Oh, meine Intelligenz ist wirklich unermesslich. What the fuck, Alter. Ich bin so schlau. Ich bin so schön. Ich bin der. Wie ist der da? Arnold aus Tirol oder so? Keine Ahnung. Ach man, Bullshit. Ja, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Klip angekommen. So, hier hoch. Hier brauchen wir auch den einen Schlüssel.
Können wir da wirklich nicht hin? Doch, können wir. Wow. Unglaublich. Okay, nice. Ein Zorntank. Ein Sensor des Frosts. Stufe 7, ne? Aber die werden wir mal kurz vergleichen. Schein geht von 97 auf 10, also ein bisschen Frostschaden noch dazu. Ach, das lohnt sich, ist noch Stufe 7. Lege ich mal an. Okay, diese Design hatten wir auch noch nicht. Sieht sehr schön aus. Sehr schön. Zwei Schläge, na. Dann sind wir sofort weg, die Lampen. Das müssen wir noch schaffen können. So. Wahrscheinlich können wir hier hoch, weil wir mit einem Sandsprung oder so ein Scheiß. Nee, hier wirklich nicht. Hier braucht man wirklich den Teleport-Dings. Da, an dieser Stelle. Da bin ich mir 100% sicher. Sonst wäre das da nicht da oben. Und hier gibt es keine Wandsprung-Scheiße. Da bin ich mir wirklich sicher. Achso, hier ist Wandsprung. Ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Dann komme ich hier an die Tour, wo der Schlüssel drin ist. Ja. Und dadurch öffnet sich das. Ja. Hier sind wir aber wieder zurückgegangen an der Stelle. Und hier kann man eigentlich mit einem Wandsprung weiter drauf, wo ich auch nochmal von Zap drauf hingewiesen. Das ist dann wohl damit bewiesen. Ach, und hier liegt eine Sensorin, die ich nie genommen habe. Gut zu wissen. Und hier kann man sofort runterspringen. Und können wir dieses Tor öffnen. Und hier Kampfraum. Man sieht schon die Dinger, die sich verschließen. Hier ist so ein Lagerraum oder was auch immer. Ah, ein Pirscher. Aber ein normaler Pirscher, nicht so ein besonderer Pirscher. Deswegen, der wird wohl einfach für dich sein. Alter, scheiße, das ist schon viel Schaden, ne? Bis 200 Millionen. Und tschüss. Weg damit. Welche Schaden? Ne, ich möchte über den Frostschaden haben. Den Heiltrank nehmen wir natürlich auch an uns. So. Ach, der eine Truhe wurde dadurch geöffnet. Jetzt quasi ein bisschen hingehackt. Finde ich gut. Weil sie diese Chance, die dieses Spiel eigentlich gibt, ausnutzen. Und hier hinten kommen wir dann in diese Truhe ran. So, ein Heiltrank. Unmöglich. Nutzen wir jetzt einfach. Perfekt. Heute ist er voll. Wilde Handschuhe. Nee, ist ja aber schwächer. Gesundheitsbekämpfende Treffer. Nein, danke. Was sind Goldmünzen? Pyrosklimpern. Haben wir alles? Ich glaube schon, ja. Dann ab runter hier.
noch tiefer in diesen Mini-Dungeon rein. Das kann ich nicht springen. Okay, keine Ahnung, was ich meinte. Ich habe einfach nur A gespammt und wir haben eine Seite des Buch der Toten gefunden. Yay. Aber nur hin und her gesprungen. Ich brauchte nicht mal diesen einen Checkpoint. Was ich ja sehr unterhaltsam finde. Ach, da kann man weiter tiefer tauchen. Immer tiefer. Okay. Ach, was Scheiße. Bin ich denn hier gelandet? Es ist hier noch ein bisschen zu heikel gerade. Wir müssen mal runter, das wird hier auch gezeigt. Ach du Scheiße. Okay, da gibt's noch ein paar. Ich verstehe. Ich verstehe. Dann war hier quasi das Ende dieser Treppe, aber hier ist nochmal eingeschürzt, das heißt, es geht hier noch weiter runter. Gibt's nichts zu finden. Wir können einfach nur ganz nach unten. Und dann wird auf einmal die Helligkeit heller, weil es Sinn macht, je tiefer man geht, wird es heller. Und dann kommst du hier irgendwo raus und ja, toll. Wo zur Hölle sind wir hier denn gelandet? In einem sehr speziellen Bereich, wie es mir scheint. Spannend, 20 Minuten. Die sehen jetzt sehr speziell aus. Schon ein bisschen angerostet oder wie? Keine Ahnung. Ich geh mal hier hinten durch. Das wird sicherlich ein Kampfraum. Ja, kleine Cliffhanger, bevor wir das hier betreten. Sehen wir uns zum nächsten Part. Bis dann und ciao.